Apple hat ein wunderschönes Handy mal wieder rausgebracht, das Apple iPhone 6 Plus. Eins der größten Smartphones auf dem Markt, erhältlich jetzt Phablet 5,5 Zoll. Und HTC hat auch ein Premium-Gerät auf dem Markt, sogar schon seit März. Und zwar das HTC One M8. Beide mit schönem Metallgehäuse, wunderschöne Geräte. Bei den Kameras sind beide herausstechend. Das Metallgehäuse beide auch hervorragend. Und wir werden sie jetzt für euch ganz kurz vergleichen, was die Dicke angeht, den Akku angeht, die Lautsprecher angeht, denn Apple meint, dass sie hier wieder wunderschöne Lautsprecher eingebaut haben und auch was das Gewicht angeht. Apple hat mit 172 Gramm ein super schweres Gerät gebaut und HTC ist nur 160 Gramm leicht, wobei das Display, wie gesagt, viel kleiner ist, also es geht bis hier unten über das HTC-Logo. 5,5 Zoll gegen 5 Zoll ist also vielleicht nicht unbedingt fair. Bei beiden haben wir einen super genialen Snapdragon 800 Prozessor drin, beziehungsweise Entschuldigung, bei dem rechten. Bei dem linken haben wir ein Dual-Core A8 von Apple mit 1,4 GHz zweimal und einem GB RAM dazu. Hier vier Kerne mit 2,5 GHz. Also zum Spielen eventuell viel besser, außer natürlich, die sind besser angepasst hier für das iPhone 6 Plus. Wobei der Full-HD-Bildschirm sich bisher nicht immer als das Beste bewiesen hat, denn manchmal rucken solche Animationen wie hier das einfache Drehen. Das geht übrigens bei Android-Smartphones nicht, außer ihr seid in einem Browser oder ähnlichem drin. Ich würde mal sagen, wir können die Kameras vergleichen, denn wir haben hier 5 Megapixel und hinten haben wir eine Ultrapixel-Kamera. Die Ultrapixel-Kamera muss ich jetzt vielleicht ein bisschen sauber machen, aber dafür haben wir keine Megapixelzahl und deswegen machen wir jetzt einfach mal hier die Kameras auf. So, und hier muss ich gleich einmal drehen, denn bei dem iPhone sind wir gerade auf der Rückseite, hier, oder Vorderseite meine ich. Und da können wir auch schon sehen, dass das HTC entsprechend eigentlich, es geht gar nicht darum, dass das Display heller ist, dadurch lässt es sich nur ein bisschen schlechter sehen gerade, sondern dass wir hier wirklich irgendwie mehr ins Bild reinpassen würde. Ich mache mal hier das auch heller, damit es ein bisschen fairer ist für euch. Genau, und beide genauso scharf, würde ich jetzt mal sagen, und auch in der Geschwindigkeit sehr gut. Aber das iPhone scheint ein bisschen lang zu laggen, wenn ich das hier so ein bisschen bewege. Ungewöhnlich, denn normalerweise ist tatsächlich das iPhone bei solchen Aufgaben schneller. Ich drehe mal bei beiden jetzt die Kamera wieder zurück. Und dann legen wir hier zum Beispiel ein iPhone 5S mal ins Bild und schauen uns bei beiden die Qualität mal an. Und hier das iPhone gewinnt, denn das Smartphone scheint ein bisschen mehr reinzupassen, hat einen besseren Weitwinkel bei dem iPhone, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, denn es passt hier mehr von dem Stuhl rein. Ja genau, also ich würde mal sagen, ein klares Unentschieden. Wobei die Farben natürlich immer so eine Geschmackssache sind, aber dafür können wir bei den Android-Handys viel mehr einstellen. Das geht bei Apple nur, wenn wir weitere Apps runterladen. Genau. Jetzt gehen wir auch zurück, denn ich habe auch schon erwähnt, das Gewicht haben wir schon erwähnt, mit 7,1 mm ein super dünnes Gerät, das neue iPhone, das HTC hat 9,2 Meter der dicksten Stelle, aber dafür Gorilla Glas vorne, was super stark ist, wir haben noch keine Kratzer drin und bei dem iPhone, ich habe heute damit noch nichts gemacht, nur ein paar solche Videos, wie ihr hier gerade sehen könnt, wir haben hier schon ein paar Kratzer vorne drin, die auch nicht mehr rauskommen. Bisschen schade, aber dafür könnt ihr sehen, ich kann das Display super weit runterstellen und bei HTC haben wir gerade Auto Brightness und das Dunkelste, was geht, ist ungefähr so dunkel und bei Apple können wir so dunkel stellen, dass wir fast gar nichts mehr vom Display erkennen können. Genau, aber bleiben wir ein bisschen heller, denn wir wollen ein Lied abspielen für euch, damit wir vergleichen können, welche Lautsprecher besser sind. Und zwar gehe ich dafür jetzt einfach hier auf Music. Den Song habe ich hier mal gekauft. So, und hier die ungefähr gleiche Szene. Hier haben wir zwei Lautsprecher wohlgemerkt und wir haben die maximale Lautstärke gerade. Klingt aber viel klarer, finde ich, als bei Apple. Apple ist aber auch sehr gut dran mit einem Lautsprecher nur hier unten. Was ich allerdings bei dem HTC bzw. bei Android natürlich viel besser finde, ist, dass wir hier NFC drin haben. Heißt, wenn ich so einen Lautsprecher habe, wie hier einfach die Ultimate Ears Boom von Logitech, kann ich einfach per NFC das hier dran halten. An die NFC-Stelle irgendwo. Weiß jetzt nicht, wo es beim Smartphone ist. Hat schon vibriert. Wir verbinden uns gerade. Sind verbunden. Und das können Smartphones schon ab 100 Euro bei HTC. Und ja,
Apple hat jetzt NFC eingebaut hier, aber sie haben das nur für Payments freigeschaltet. Also es funktioniert noch nicht mit Zubehör. Noch nicht wohlgemerkt, mal sehen, ob sie da noch was bauen. Bis dahin, das war jetzt eigentlich nur ein ganz kurzer Vergleich hier von den Android- bzw. iOS-Geräten der Premium-Klasse, das HTC One M8 und das Apple iPhone 6 Plus. Beide wurden wunderschön, aber ich würde auf jeden Fall lieber bei HTC bleiben, wenn wir uns nur zwischen den beiden entscheiden müssten, denn es ist wirklich zu groß und zerkratzt so leicht und doch sehr anfällig für Ausfälle, aber zum Zocken vielleicht ideal. Aber mit einem kleinen Akku von nur 2900 mAh gegen zwar 2600 mAh, aber auf einem kleineren Bildschirm würde ich auch trotzdem wieder hier das kleine bevorzugen. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Mein Name ist Balazs Gral und vielen Dank nochmal fürs Abonnieren hoffentlich.